Ja. Es ist nicht mehr wie vor 30, 40 Jahren, wo die Pensions- und Hotelwirte sich erkundigt haben, ob die Pärchen auch verheiratet sind. Ich mache mir eben so meine Gedanken. Wie war es denn gestern im Theater? Schön. Warum bist du nicht mitgegangen? Ich hatte keine Lust. Bald kommt ja wieder meine Mutter aus Deutschland. Was hat denn das damit zu tun? Du hast bessere Laune, wenn meine Mutter da ist. Du bist unternehmungslustiger. Quatsch. Diesen Blödsinn hat doch schon Max von sich gegeben und Michael. Ihr habt alle einen Knall. In meinem Alter ist man über solche Dinge erhaben. Du hast recht, Vater. Entschuldige. Der da, das ist ein feiner Mensch. Guten Morgen. Guten Morgen, Herr Schulz. Meinst du Herrn Schulz? Ja. Michael hat ihn mal in Verdacht gehabt, das Bild gestohlen zu haben. Das erste, das du von Sarah gemalt hast. Und du hast ihn ja wohl auch verdächtigt. Ihr habt eben alle keine Menschenkenntnis. Da genügt ein einziger Blick, um zu wissen, der da, der tut nichts Unrechtes. Was guckst du denn so? Nur so, Vater. Hat keine Bedeutung. Ihr habt nach dem Theater wohl noch tüchtig einen gebechert, was? Ja, war ganz nett. Hast du jetzt unseren Kater? Ich? Wieso? Ich hab dir vorhin schon gesagt, mir geht's gut, ich fühle mich wohl. Von meiner Gastritis mal abgesehen. Aha. Nix aha. Meine Gastritis hat sich noch nie auf meine Stimmung ausgewirkt. Opa, los, fix, Oma ist am Apparat, an der Rezeption. Was? Ja, los! Na, das ist ja wohl... Na, oh, ich bin schon unterwegs, entschuldige. Wo? An der Rezeption? Ja, ja. Na, gut. Nun jauchzt, nimm mir die Geigen. Du, was ich sagen wollte, der Kuhn hat angerufen, der will mich mal sprechen. Sprich mit ihm. Hast du eine Ahnung, worum es geht? Nur andeutungsweise. Ich glaube, er will verkaufen. Ja, das kam mir auch so vor. Aber an wen? Weißt du, ob Papa davon Wind bekommen hat? Gestern im Theater hat er mit Kuhn längere Zeit in der Pause gesprochen. Aber worüber weißt du nicht? Nein. Aber das wird der Kuhn dir ja sagen. Na, da hast du recht. Na gut. Tschüss, Mami.